Hallo, Ralf Bohlmann hier mit dem Better Day Podcast. Ich habe eine Frage bekommen, die ich ziemlich interessant fand. Meine Antwort geht etwas über die Frage hinaus und vielleicht findest du es ja trotzdem interessant oder zumindest unterhaltsam. Die Frage lautet: Hallo lieber Ralf, darf ich dich etwas fragen? Habe ich das richtig im Kopf, dass du in deinem Podcast erwähnt hast, dass laut Dr. Gundry Chilis die Mundschleimhäute und auch Magen- und Darmschleimhäute verätzen können? Weißt du, ob dies auch bei Pfeffer der Fall ist oder nicht? Ich würde mich sehr über eine Antwort von dir freuen. Grüße dich ganz herzlich, Sandra. Liebe Sandra, vielen Dank für die spannende Frage. Also, du wirst dir mit etwas gemahlenem Pfeffer auf deinem Steak oder in deinem Gemüse sicher nicht in dem Maße die Schleimhäute verätzen oder angreifen, wie bei einer Jalapeno-Schote, die du genüsslich im Mund zergehen lässt. Hängt immer von der jeweiligen Schärfe ab. Chili, Peperoni, Jalapenos, Habaneros, das alles sind verschiedene Arten von Paprika. Ja, tatsächlich. Sie unterscheiden sich nur in Form und Größe und natürlich im Schärfegrad. Botanisch gehören sie alle zur gleichen Familie, und zwar zur Familie der Nachtschattengewächse. Die Schärfe kommt von dem Stoff Capsaicin. Je mehr davon in der Pflanze enthalten ist, umso schärfer ist sie. Dem Stoff wird immer wieder auch eine gesundheitliche Wirkung zugeschrieben. Angeblich schützt er den Magen vor den negativen Folgen von zum Beispiel Alkohol oder Aspirin. Und angeblich macht das Zeug glücklich, weil der Körper auf den Stress mit der Ausschüttung von Endorphinen reagiert. Und scharfes Essen bedeutet für den Körper Stress. Warum sollte sonst mit Endorphinen reagiert werden? Mit dem macht glücklich ist wohl eher das gute Gefühl gemeint, das man zu spüren glaubt, wenn der Schmerz nachlässt. Letztendlich ist das Capsaicin, der Scharfmacher, ein Abwehrstoff der Pflanze, mit dem sie sich gegen Fressfeinde und Schädlinge schützt. Und nur weil unser Körper darauf mit einem Abwehrmechanismus reagiert, also eine Gegenreaktion einleitet, bedeutet das noch lange nicht, dass unterm Strich ein positiver Beitrag zur Gesundheit für dich dabei herauskommt. Pfeffer gehört zu einer anderen Pflanzengattung, zur Familie der Pfeffergewächse. Und der scharfmachende Stoff darin heißt Piperin. Für den gilt im Grunde dasselbe. Auch Piperin ist ein Abwehrstoff der Pflanze, auf den der Körper reagiert, indem er den Speichelfluss und die Produktion von Magensäure hochfährt. Warum? Na, um sich vor dem Stoff zu schützen und ein Eindringen über die Schleimhäute zu be- oder verhindern. Und ein gesunder Körper kommt auf diese Art sicher mit Piperin oder Capsaicin aus der Chilischote klar. Zumindest, wenn du es nicht übertreibst. Für einen gesunden Körper gibt es aber auch gar keinen Grund, den Speichelfluss und die Produktion von Magensäure künstlich anzuregen. Das braucht es nur dann, wenn er angegriffen wird. Warum also nicht gleich den Angriff weglassen? Es gibt sicher einen anderen Grund, warum Menschen seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden, Pflanzen wie scharfe Paprika oder Pfeffer als Teil ihrer Ernährung verwenden. Die Scharfmacher darin wirken nämlich antibakteriell. Das bedeutet, sie sind so scharf, dass einfache Bakterien das Zeug nicht überleben. Bakterien, die sich sonst im Essen breit machen würden und die auch für uns schädlich wären. Die Nahrung mit Pfeffer und Chili oder Peperoni zu versetzen, war wichtig und hilfreich, solange es keine Kühlung gab und Lebensmittel nicht auf andere Art und Weise haltbar gemacht werden konnten. Da hat es Sinn gemacht, Pfeffer oder andere Gewürze hinzuzufügen. Schädliche Bakterien wurden getötet. Der Mensch hat's überlebt. Auf diese Art konnte er Lebensmittel essen, die sonst ungenießbar geworden wären. Und der Preis dafür ist der körperliche Stressfaktor scharf. Ist scharfes Essen deswegen grundsätzlich gesund? Ich habe da meine Zweifel. Bringt es dich um? Vermutlich nicht. Aber achte bitte auf die Reaktion deines Körpers. Auf Chili, Peperoni, Pfeffer und Co. Wenn es dir auf den Magen geht oder unangenehm wird, dann hör besser damit auf. Ich nehme an, du kriegst die Bakterien in deinen Lebensmitteln heute auch anders in den Griff. Wenn du scharfes Essen magst und es dir pudelwohl damit geht, dann läuft es unter Genussmittel. Alles gut. Aber scharf machen für die Gesundheit, das würde ich persönlich für eine Fehlinterpretation halten. Also, nichts gegen ein gut gewürztes Essen. Lass dir das nicht vermiesen, solange du topfit und kerngesund bist. Falls nicht, versuch doch mal bestimmte Dinge wegzulassen und herauszufinden, was genau die Dinge sind, die deine Gesundheit behindern. Ich habe mal eine Zeit lang früher öfter scharf gegessen. Tue ich heute nicht mehr. Und mir fehlt da auch nichts. Ich hoffe, das war jetzt hilfreich oder zumindest unterhaltsam. Wir hören uns die Tage. Dein Ralf Bohlmann.